Super, dann wird kurz der Kram. Grinsen im Gesicht, einwandfrei. Das ist Pack. Es ist so geil, Alter! Ah, du hockst so entspannt rum, ne? Du hockst fast besser drum als auf meinem Bulldog. Ist besser, weil du 1300er Truck. Ja, also 1300er ist schon geil, ne? Aber der Unimog, ich muss sagen, du hockst halt einfach entspannt rum. Das ist ein neues Fahrzeug, ne? Das kannst du nicht vergleichen. Ja, schon klar. Aber Laune, also der macht echt Laune, ne? Aber 13er, das machst halt, weil es dir Spaß macht. Ja. Und nicht, weil es, sagst du, die Moritz, Daumen und Herbert. Aber der bockt auch richtig. Hätte er es doch nichts anders gemacht, ne? Ja. Bloß umschalten. Mehr ist er da jetzt nicht machen. Umschalten dort ist Schäbe in der Stelle. Ja. Ich habe ja auch gerade rausgefunden. Aber, muss ich ehrlich sagen, es ist geil. Den Schalter musst du am Acker anschalten, weil der tun die Lüfter alle 5 Minuten, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber. Immer wieder gegen, also gegen Blasen, dass der Dreck vom Ansauger weggeht. Genau. Also das ist echt, echt durchdacht. Das ist der Wendelüfter. Ja, Wendelüfter, genau. Also hört man schon, aber. Kommst du klar damit? Heilig. Ja gut, ich meine, Mario, der bloß die Eier, weil ich Schnappsauger. Der Mario? Oh Mann. Ich bin echt gespannt, was du sagst, wenn du drauf hockst, weil mir gefällt es richtig. Das ist gut, das habe ich nicht erwartet. Weil ein Truck ist natürlich, wenn man dem gut ist, das ist auch. Ja, aber du kannst ihn halt bloß mit LKW mit 2er Scheiben fahren, ne? Das ist halt der Nachteil für die jungen Leute. Nein, dem kann man auch auf Bergdrossel drauf. Ja, schon, aber wenn du dann Unimog hast,
dann trosselt es den nicht. Ja gut, weil bis man schaut, ist man alt, ne? Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir das noch können. Vollgas, absolut Vollgas. Elektroparameterlenkung, aber trotzdem kriege ich da ein bisschen Feedback. Wie findest du das? Also ich finde das Lenkrad nicht echt gut. Kommt gut mit dem zurecht. Ja, ich finde es auch gut, dass man ein bisschen was wirkt und es geht sehr leicht. Ja, aber auch nicht zu leicht. Ja. Das ist ein Kram, der ist ein Meter tief. Mit dem Bullocker ist dumm geworfen, oder? Nein! Doch! Ein bisschen, ja. Aber es bockt sich mehr als mit einem Bulldog. Das ist okay. Anders. Aber jetzt willst du halt noch vorkratzen. Ich kann fahren. Bei dir hat's genauso.
das hat sein Klaus Vorführer da gehabt. Ja, ein 830 Axion. Also echt, muss man sagen, auch richtig gutes Fahrzeug, plus zu wenig PS gehabt. Der hat 230 PS gehabt, das ist zu wenig. Ja. Wir brauchen mindestens 250, 200 bis, ja, nein, mal 350, ne? Ja, da hast du halt Reserven, ne? Ja, und vor allem, die Bienen hier sind so unterschiedlich. Manche sind lahmend, manche sind schon Richtung Sand, also... Wenn du nicht machst, nichts verkehrt. Stimmt da wieder. Ja, kannst auf die Autobahn, Hänger ziehen, Acker, eigentlich top Fahrzeug, muss ich ehrlich sagen. Und man hat echt bequem drin. Super Sicht, also trotz der Pritsche, muss ich ehrlich sagen, einwandfrei. Das sag ich auch immer wieder, aber keiner glaubt mir. Und ich habe mal wieder einen Freund gehört, der hat gesagt, ja, Acker in der Gruppe mit Uniwork, das geht nicht. Aber es geht, ne? Ja. Und ziemlich saugut. War schon zügig. Bloß da kommen wir glaube ich nicht raus. Doch, wir haben eine Unimog, oder? Ich hätte nicht so viel Gas geben sollen, ne? Jetzt ist er wieder leer, ne? Was? In große Teife geht es schon rein. Ein Kreuz ist das wie eine große Teife. Aber echt. Nein. Aber echt angenehm. Das Video auch schon wieder gut. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr das nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Ein Mock und einen Truck. Dem gehen wir nicht her. Aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.